Hallo und herzlich willkommen bei Radio VAR. Ich habe mal wieder fünf verrückte Jungs hier. Servus. 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 Wir sind der Rockstrip übrigens. Oder? Normalerweise mache ich ja Sätze zu Ende, aber das ist hier nicht gefragt. Wer kriegt von euch den Arsch am langsamsten hoch? Ja. Sag mal. In welcher Lebenssituation? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Das habe ich gelernt von Johnny Logan. Gestern haben wir ihn gesehen. Johnny, ja. Johnny Logan, der hat getanzt auf der Bühne, richtig geil. Der Johnny kann tanzen? Ja, der hat einen Rock'n'Roll gesungen und das war wirklich cool. Zumindest Hüftschwung. Ja, da hat er immer Hüfte. Es waren halt viele ältere Leute, nachdem er Hüftschwung gemacht hat. Und alle fanden es total lustig. War echt lustig, ist echt ein cooler Typ. Also, als der Johnny das letzte Mal bei mir war, der kann ja Witze, die gehen nicht nur bis hierhin, die gehen auch bis ganz, ganz unten, ne? Also bis an die Füße gehen die aber auch, so tief und. Würden wir die machen? Bitte? Würden wir die machen? Das ist irgendwie gerade ein Hörsturz. Wie kann man euer Donnerwetter verstehen? Weil diese Zeile mit dem Arsch hoch, gut, ich habe jetzt einen Spaß rausgemacht, aber ist ja eine Zeile auch in dem Song selber. Wollt ihr mit diesem Song richtig Mut machen? Den Rest vom Album kenne ich ja noch nicht. Nee, absolut. Es geht also, du kannst so fliegen, wenn du den Arsch hoch kriegst und du es versuchst, ist ja genau das, dass wir einfach mal motivieren, wenn du irgendwas machen willst, pack's einfach an, probier's. Weil ganz viele Leute haben irgendwelche Wünsche oder Ziele und die erreichen sie nie, nicht weil sie es nicht könnten, sondern weil sie es gar nicht erst angehen. Und wenn man einfach sagt, so jetzt kriegst du mal den Arsch hoch, probier's einfach, egal ob du scheiterst oder nicht, einfach machen, tun, Spaß haben im Leben, es genießen und dann erreichst du auch was. Da hast einfach Spaß dran. Jetzt muss ich mal in die Vergangenheit zurückgehen, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? 4 Jahre, 5 Jahre? Ja. War das nicht das erste Mal bei einer Veranstaltung von Elektrola in München, wo wir es, glaube ich, das erste Mal gesehen haben? Ja, bei der neuen Welle. Bei der neuen Welle. Irgendwas habe ich da noch im Kopf drin. Gut, mein Gedächtnis ist jetzt nicht mehr ganz so gut wie bei euch jetzt. Ne? Er ist schon über 30. Knapp. Wie würdet ihr euren Weg seitdem beschreiben? Ist unabhängig jetzt mal von Facebook und so weiter, aber euren Weg seitdem beschreiben. Kommt ihr noch mit allem klar? Ich denke, wir kommen sehr gut mit allem klar, weil wir alle fünf so bodenständig sind, dass wir uns gegenseitig immer wieder runterholen. Das ist ein bisschen blöd. ist aber so. Wir müssen dazu sagen, wir hatten hier eine Szene. Hätte ja jetzt gepasst. Nein, es ist schon so, dass du tatsächlich... Wenn wir uns davor gedacht hatten, wir haben den ersten Flashmob gemacht und haben gehofft, 10.000 Klicks damals für Rock Me, das wäre es gewesen. Und mittlerweile alle Rock Me Videos zusammen haben über 40 Millionen. Und das hat schon mehr, wir haben mehr erlebt, glaube ich, und was wir uns hätten träumen können. Nicht nur von Klicks, sondern auch von Events oder mit wem wir haben singen dürfen. Und das ist unvorstellbar, was wir in der Zeit alles erlebt haben. Wie oft braucht ihr Abstand voneinander? Ja. Gut, zu fünft immer nur unterwegs zu sein, hat ja auch schon mal was damit zu tun, dass man mal sagt, halt, stopp. Ich glaube, jeder von uns hat dann seine eigene Art. Also das Gute ist, wir kennen uns so gut, dass jeder eigentlich weiß, okay, der hat jetzt gerade die Phase, da muss ich jetzt so reagieren oder ich ziehe mich mal besser zurück oder er soll sich mal zurückziehen. Und wenn wir dann mal frei haben... Kommt ja nicht allzu häufig vor, ne? Ja, es kommt nicht so häufig vor, aber dann natürlich, dann gibt es auch zum Beispiel Christian, der ist dann ganz weg vom Fenster, mal einen Tag, was sehr gut ist. Der lässt dann mal sein Handy zu Hause zum Beispiel und will auch nichts hören, weil das einem auch gut tut. Und so hat jeder so seine Art, wie er mal ein bisschen sich zurücknimmt und Abstand hat vom Ganzen. Wo sind eure Ruhepole, wenn ich mal so fragen darf? Ganz klar zu Hause bei Familie und Freunden. Da ist sie. Also, da ist der Ruhepol. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt gibt es eine Kiste Bier. Yes! Hallo Mama. Bitte was? Da ist sich die Mama. Das ist seine. So, gleich. Ja, wir haben so ein komisches Interview mit so einem komischen Typen. Ja. Oh, hat er das jetzt gehört? Also, unausgesprochenes Gesetz, das ist wirklich eine Kiste Bier. Schau mal, das ist der Martin Zimmer. Echt? Weißt du, wer das ist? Unser sechster Boxgruppe. Ja, der kommt ja gleich wieder, ne? Ja, der ist kurz Bier holen gegangen. Ja. Ich schaue es aus.
Hallo, egal. Ich musste mich auch noch eine Kiste Bier an den Matthias Reim zahlen. Also ich kenne die. Mitten im Interview. Ich hatte nur eingestellt auf Ruhe, also wirklich auf leise gestellt. Hab nicht dran gedacht, dass aber der Alarm, das Interview war zu früh. Mhm. Also wir hatten eigentlich ausgemacht, glaube ich, 14 Uhr, 15 Uhr, irgendwie sowas. Ja. Jetzt war es aber schon um 13.30 Uhr und natürlich mitten im Interview geht mein Handy los, ne, mit dem Alarm nach dem Motto, du hast jetzt Interview. Matthias sofort, du zahlst. Ich habe jetzt leider die Frage vergessen. Ich nicht. Cool. Du schmeißt das Handy wirklich dann weg an dem einen Tag. Ja, also es ist so, wir sind ja wirklich viel unterwegs. Wir haben auch natürlich, stehen da nicht nur auf der Bühne, sondern wir haben auch viel, wir organisieren viel, schreiben uns viel hin und her, schau, ich habe da noch ein Foto gemacht oder wo posten wir das oder wie machen wir das und so. Es ist viel Arbeit auch im Hintergrund. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig für jeden, dass er, auch wenn man jetzt zwei Tage frei hat, dass man, also mir hilft es halt, dass ich das Handy wirklich jetzt mal für ein paar Stunden irgendwo in der Wohnung lasse und rausgehe. Und dann kann ich nicht ständig drauf schauen. Und das ist ganz wichtig, das habe ich noch nicht so lange. Mhm. Und das war irgendwie jetzt so eine Erkenntnis, wo ich so gemerkt habe, okay, das sind wirklich sehr erholsame paar Stunden, die mir wirklich was bringen. Ich glaube ich auch. Also wenn ich irgendwo spazieren gehe, im Schönbrunner Park zum Beispiel und dann klingelt alle Viertelstunde, keine Ahnung, und ich lese irgendwelche E-Mails und denke, ah ja, das müssen wir dann noch und so, dann schatzt du nicht drauf. Fühlst du da richtig durchentschleunigt? Na, leider nicht. Also da müsste man ein bisschen länger als einen Tag dann haben, aber Entschleunigen kann man gut oder können wir, glaube ich, alle gut, wenn wir bei der Familie sind oder wenn wir bei den Partnern daheim sind so, oder in den Bergen sind, das ist auch ganz wichtig. Gut, du hast es ja am besten. Ja. Die Schweiz ist ja sowas von ruhig. Ja, oder? Ja. Also, ich meine... Reicht so. Ich hab gerade eine Sekunde nicht aufgepasst, aber du hast gesagt. Ich weiß. Nein, aber jetzt apropos Schweiz. Ich bin ja aus Basel. Ja, ja ich das sind weiß. Ja, die Berge sind ja gerade ums Eck eigentlich. Ja. Aber da muss ich ja, wenn wir schon beim Christian sind, da ist es, also ich bin ja, war ja öfter schon bei ihm. Ja. Und da kann man wirklich abschalten. Das ist, wo wohnst du genau? Also nicht genau, aber ich will keine Straße wissen. Das Nein. Blöde ist, ist ja, dass ich da eben nicht mehr wohne, aber wo ich halt aufgewachsen bin, wo meine Eltern sind, das ist Hasliberg, nennt sich das, aufschreiben. Und das ist im Berner Oberland, und das ist auf 1000 Meter oben, mit der schönsten Bergkulisse der Welt. Da gibt es auch die Murmeltiere noch, ne? Ja, ja, genau. Und da gibt es auch Zwerge. Zwerge? Ja. Steh bitte mal auf. Nein. Wie heißt die? Hasli-Zwerge heißt die. Und was ist das? Das ist eine Art Heizelmännchen. Nein, das ist kein Witz, wirklich. Das ist aber für Kinder natürlich. Aber die Erwachsenen natürlich auch. Und es gibt so Wanderwege, wo die Kinder dann so die Zwerge suchen. Und es ist wirklich sehr erfolgreich und sehr schön zum Abschalten. Aber ansonsten geht es dir aber gut, ne? Das ist offensichtlich. Ja, du hast auch einen Zwerg. Du hast auch eine andere Hobby. Ja. Das wäre die Mama. Hallo Mama. Schick mir Landjäger. Vor allen Dingen, du hast ja schon Nachwuchs zu Hause. Ja. Schläfst ja mittlerweile schon durch. Gott sei Dank, oder? Mittlerweile habe ich zwei. Ich weiß, dass du zwei hast. Ach so, ja. Wie hast du die Zeit dafür gefunden? Gar nicht, das geht mittlerweile über WhatsApp. Also die Österreicher sind so potent, da muss man nur dran denken, sind die Frauen schon schwanger. Das ist ein Wahnsinn, ja. Wie können das einfach? Ja, durchschlafen ist nicht. Also ich habe nie Ruhe. Wenn ich nach Hause komme, dann geht es jetzt richtig ab. Ich hol mich dann da so ein bisschen. Zwischen 2 Uhr und 6 Uhr nachts kann ich mal kurz mal die Augen zumachen. Gut, aber ist ja auch ein Hobby in Anführungszeichen. Das macht man ja auch gerne, oder? Ja, also was denkst du? Das ist das schönste Hobby, das man sich vorstellen kann. Wollte gerade sagen. Mhm. Wann kommt das dritte? Ja, in der Woche. Sag mal eben ein Datum. In der Übungsphase, die wir hoffentlich noch ein bisschen länger ausdehnen werden. Schalt mal WhatsApp aus, dann ja, kommt es nicht. Erstmal ist okay, so ist es. Na gut, zwei, ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, aber es ist ja auch eine Riesenverantwortung, muss man einfach so sehen. Ne? Jetzt geht es ja erstmal los mit Schule.
Ja, mit 1,5. Also ich habe ihn jetzt bei der Universität angemeldet. Er beginnt nächstes Jahr. Er ist einfach sehr alt für sein Leben. Ich glaube das. Der andere hat jetzt schon einen Abschluss mit 6 Monaten. Das ist ziemlich klar aus dem Haus. Das gleiche Talent vom Papa. Hier darfst echt keinen falschen Satz sagen. Du bist direkt verraten und verkauft hier. Ich glaube das echt nicht. Wie ist es bei dir? Gut. Donnerwetter! Oh! Mein Mikro, Entschuldigung. Das siehst du mal, was man dann so durchmacht, ja, wenn man mit so jung unterwegs ist. Ich kann nicht verstehen, dass du ab in die Berge dann gehst. Muss man auch mal so wieder einlassen. Und vor allem anfängst du dann irgendwelche Einzelmännchen zu zählen. Alles war's. Wie entschleunigst du? Ich stelle die Frage einfach nochmal. Also die Entschleunigung, es geht immer noch um die Entschleunigung. Es ist tatsächlich so, dass ich versuche, es gibt natürlich Momente mit Familie oder auch im Grünen draußen, das sind alles herrliche Momente, stimmt. Aber ich versuche, egal wo ich bin, ob ich jetzt im Tourbus sitze oder hinter der Bühne warte, dass ich mich kurz mal wenigstens 5 Minuten sammle und abschalte und runterkomme und so versuche zu entschleunigen. Weil ich glaube, man kann nicht immer darauf warten und hoffen, dass jetzt kommt die Zeit, wo ich mal nur für mich habe und mein Handy weglegen kann, sondern oder wo ich im Grünen bin. Ja. Weil wenn die Zeit nicht kommt, dann würde ich verrückt werden. Sondern ich glaube, man muss einen Punkt finden, wo man sagt, die Zeit nehme ich mir jetzt für mich, da komme ich jetzt runter. Und so versuche ich das zu machen. Wie wichtig ist für euch Sport? Weil wenn ihr auf der Bühne seid, so ein bisschen rumspringt, tut ihr ja schon. So ist es ja nicht, ne? Also ruhig stehen geht ja bei euch nicht. Mal kurz nach Basel zurückschwenken. Ja, nämlich also, Entschleunigung. Ja. Nein, es ist wirklich so, wenn ich zu Hause bin, merke ich, dass wir haben ja immer sehr unregelmäßige Alltag. Also du hast hier wieder und dann hast du wieder Pause und dann abends wieder. So, und was ist los? So, und ich muss die Frage von vorhin bei ja, 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 nein, ja, ja. Also, nein, hallo. Apropos Sport. Aber es ist, war schon entschleunigt, weißt du? Ja, ja, aber ich merke einfach, wenn ich zu Hause bin, dass es mir gut tut, so eine gewisse Regelmäßigkeit in den Alltag zu bringen. Und wenn du jetzt wegen Sport fragst, ich habe zum Beispiel wieder angefangen, Fußball zu spielen. Es ist zwar schwierig, aber einmal die Woche, wenn ich zu Hause bin, mit Freunden Fußball spielen. Okay. Das ist zum Beispiel eine coole Sache, weil man da so eine Regelmäßigkeit dann, das macht man mit Freunden zusammen und so weiter. Das ist, bist du sicher, dass die Schweiz der richtige Ort dafür ist, um da Fußball zu spielen? Hey. Nicht FC Basel, die Schweizer Nationalmannschaft. Top. Ja, wir haben das letzte Mal gegen Deutschland gespielt. Ja, gegen Deutschland ist Wurst. Wir sind jetzt in der Qualifikation läuft. Obwohl ich muss sagen, ich beschleunige ja immer, wenn ich in der Schweiz bin. Du beschleunigst, ja. Das ist schwierig für dich. Ja, nein, ich kenne die Preise. 6 km/h, 65 Euro, das kann ich bezahlen. Ja, hallo. Nein, aber wenn ich in der Schweiz essen gehe. Na, in der Schweiz geht man weniger essen. Du schmeckst dir die Hauptspeise, dass es nicht so teuer wird, oder was heißt das? Ja, das kann ich auch direkt nur ein Getränk, wo das auch schon arschteuer. Ja, Beschleunige wieder raus. Beschleunige, indem er bestellt, isst und dann wegnimmt. Ja, so ungefähr, ja. Ihr werdet immer noch kolossal in den Bereich Volksmusik eingeordnet. War gut so. Ja. Findet ihr das richtig? Ist es richtig noch Volksmusik? Weil, wenn ich an Rockmi denke oder Steve Wee denke, das ist ja keine richtige Volksmusik. In meinen Augen zumindest nicht. Doch, wir sind schon, also ich finde auch jetzt mit Donner, weil du hast vorher gefragt, wie unsere Donnerwetter stimmt. Und ich finde, Donnerwetter! Und wir glauben, also ich glaube, dass wir jetzt mit Donnerwetter den nächsten Rockmi haben. Irgendwie angekommen sind. Wir haben jetzt die 4. CD. Mhm. Mit der 2. CD haben wir wirklich rumgesponnen. Mit der 3. CD haben wir nochmal viel mehr rumgesponnen. Und mit Donnerwetter wollten wir bewusst, wir haben so ein Ding laufen. Wenn man Donnerwetter glaubt, dann müssen wir das. Wie war das noch mit dem Ding da? Wie geht das nochmal? Dass man da irgendwie. Ach, das meinst du? Ja, ja. Schulz. Ja, ja, Schulz. Ja, ja. Das ist was anderes. Das ist ja genauso bekloppt hier. Also, zurück zur Frage. Dürfte ich jetzt endlich das beantworten? Wir wollen. Du musst dich gewöhnen, wie zu Hause. Du hast ich habe gar nichts mehr zu sagen zu Hause. Ja. Gar nichts mehr. Vorbei, ein bisschen da. Ach, also Sport. Also ich entschleunige, ja. Was für Sport? Ja. Welchen? Gedanken. Gedankensport. Unser Extrem-Couching. Ja, unwahrscheinlich Extrem-WhatsApp. Extrem, nennt man das? Extrem-Wickeling und so. Hey, nimm mal das Mikrofon, ist es so schwer. Also, wir wollten mit, was wir eigentlich sagen wollten, die 4. CD war wirklich für uns ein Anliegen, wieder zurück
zur Volksmusik, um deine Frage jetzt mal zu beantworten. Weil das ist unser Ursprung und das ist auch das, was uns Spaß macht. Und wir haben sehr viel ausprobiert und wir sind jetzt froh, dass wir jetzt, glaube ich, mit Donnerwetter, mit der neuen CD, irgendwie zurück, irgendwie angekommen sind, da wo wir ursprünglich herkamen. So, wir haben eine große musikalische Reise hinter uns und jetzt fühlen wir uns da irgendwie angekommen. Das, da ist auch unsere musikalische Heimat und wir sind auch stolz drauf. Wir sagen das mit voller Stolz. Wir machen wirklich Volksmusik, weil Volksmusik cool ist. Es läuft ja auch auf der Bühne wie verrückt, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und das Album kommt am 20.10. Nur mal so. Man kann es aber schon bei uns im Portal vorbestellen. Unbedingt. Ja, nur bei mir. Ja, logisch. Nirgendwo anders. Weil die 10 Themen ja verkauft, oder? Ich habe schon 3 vorbestellt bei dir. Was hast du? 3 habe ich vorbestellt bei dir. Das gibt ja richtig Provisionen. ihr habt die Gabe, dass ihr nicht nur durch die Musik selber, sondern auch durch euer Auftreten auf der Bühne wirklich alles mitreißen könnt. Dankeschön. Ja, ich musste euch schon ein paar Mal ertragen. Dankeschön. Wo habe ich das letzte Mal gesehen? Mal überlegen. Das war in Freudenstadt. Im Turmbräu. Das ist ja lange her. Ja, hallo. Wo soll wieder kommen? Habe ich von dir eine Einladung gekriegt per WhatsApp oder so? Nein. Heute Abend ist eingeladen. Ja, ich mit meiner Grippe gehe heute Abend da drauf, klar. Nee, wenn es ausgeht, wäre irgendwie sehr gut. Ich habe ja echt eine Scheißkarte, weißt du das? Aber du hast eine, dann legst du weg. Ja, ja. Wie muss man sich euer neues Album jetzt vorstellen, von der Musik her? Volksmusik, da sind wir jetzt schon mal. Mit welchen Texten können die Leute draußen, eure Fans vor allen Dingen, rechnen? Gehen die alle auch ein bisschen in die Tiefe rein? Sind es nur Party-Songs oder sind da auch Songs dabei, wo man wirklich sagt, ja, da können wir mal drüber nachdenken? Na, ich würde sagen, es ist wie viele unserer Alben sehr gemischt. Also wir haben wirklich versucht, wirklich den Kern auf die Volksmusik zu bekommen, weil das vereint alle. Natürlich auch von den Texten sehr heimatverbunden, aber eher was das Gefühl angeht. Also dieses Zuhause zu sein, anzukommen und da geht es natürlich auch viel um Liebe. Dann hatten wir ein ganz schönes Lied Weiterziehen. Vielleicht hast du da was zu sagen. Hast du was geschrieben? Ja, ich habe das geschrieben. Das ist, frage ich ja. Da geht es Weiterziehen und das ist der einzige A Cappella-Song, also total A Cappella gesungen auf dem Album. Und da geht es um meine erste große Liebe. Wie lange ist das her? Ja, das ist schon eine gewisse Zeit her. Genau. So, und die ist leider in die Hose gegangen. War eine gute Erfahrung, war aber eine sehr intensive Erfahrung. Mhm. Und das habe ich versucht in diesem Lied irgendwie. Deswegen weiterziehen. Alles toll, aber das Thema, du gehst dahin, ich gehe dahin. Genau, okay. So ist es gemeint. Wir haben aber auch kritische Songs. Wir leben in einer Welt, die ist sehr unsicher und als Musiker hat man eine Stimme, sagen wir immer. Mit der Stimme muss man was sagen, muss man benutzen. Wir haben auch Texte drauf, wo wir wirklich sagen, Freunde, schaut euch mal an, wo wir gerade leben. Überlegt euch wirklich, wer ihr seid, was ihr wollt. Fasst euer Herz an die Hand und geht so durch die Welt. Und wir haben auch Partysongs natürlich, das ist Rockclub, steht für Party, gute Laune. Wollte gerade sagen, aber steht ohne geht gar nicht. Wir sind reifer geworden und diese Reife spiegelt sich auch in den Texten wieder. Und das ist wichtig, dass man das macht und die Leute irgendwie darauf hinweist, öffne deine Augen und öffne dein Herz. Die neuen Autogrammkarten, da machen wir ein kleines Gewinnspiel dazu. Oh, das ist cool. Ja, wie heißt der neue Song? Hallo. Ich möchte die Karten gewinnen. Du möchtest die Karten gewinnen. Ja, okay. Ich weiß nicht, bravo. Aber wir spannen zusammen. Die Leute müssen den Refrain von Donnerwetter ins komplette Hochdeutsch übersetzen. Weil das vielleicht nicht alle verstehen immer. Das ist eine gute Idee. Das ist lustig. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ich könnte es ja. Du könntest es. Ja, das wollen wir jetzt auch nicht. Die Idee ist gut. Also, unter denjenigen, die... Nehmen wir die erste ganze Strophe? Mach mal einfach den Refrain. Nur den Refrain. Wer den Refrain ins richtige Hochdeutsch richtig übersetzt, der kriegt eine von diesen Autogrammkarten. Maximal 20, nicht, dass auf einmal da 100 Stück kommen. Weil so viele Karten lassen die Jungs da, sie sind ja geizig. Weil sind ja 2 Schweizer dabei. Ja, wir gehen, also so geht das jetzt hier. Ja. So, wir enden jetzt leider. So, dann mal danke schön, Mann. So, jetzt noch einen Kaffee rein. Apropos Sport.
Wie kommst du? Okay, ich geh jetzt. Wie war das? Oh, was ist Elfenkreuz? Sind wir fertig, oder was? Ja, soll man das sagen? Nein, ja, ihr macht jetzt noch fertig. Wir waren noch fertig. Okay. Jungs, wollen wir sie nochmal ansingen, oder was? Ja, dann ja klar. Ja, das können wir machen. Ja, dann, aber ich sing nicht mit. Wobei, rausgeht ist auch schön. Kann ich irgendwie reinschneiden. Wie? Kannst du das hier tonlich gut machen? Oder ja, gut. Wenn jeder in seins singt, oder? Ja, klar. Du musst lauter sein, das passt schon. Ich singe da ein bisschen seitlich. Nimm sie im Mund. Das ist die Stimme von Leuten. Du hast auch ein bisschen weg. Wer wird sie nicht mischen? Und ich bin, ja, aber er muss am lautesten sein. Und ich bin ganz leise. Du kannst nur finden, wenn du suchst. Du kannst nur fliegen, wenn's den Ort schon kriegst und du es versuchst. Zu jedem Schatten gehört ein Licht, zu jedem Glück gehört eine Pflicht. Es gibt zwei Seiten in unserem Leben. Und geht's den Teufel nicht, dann wär die Liebe niemals so schön. Sondern wär der Rücken, weil die Sommersonne läuft. Fenster macht nur Spaß, wenn du das Fenster auf ihn holst. Sterne siehst du nur, wenn du die Aussicht hast bei Norden. Scheiß dir nix und mach das, was du magst. Oh! Und mach das, was du machst. Jo. Danke. Gut, dass ich geschwiegen habe. Ich hätte den guten Gesang garantiert kaputt gemacht. Nein. Also, ihr denkt dran, Gewinnspiel startet nachher, sobald das Interview online ist. Ihr übersetzt den Refrain ins Hochdeutsche. Ich kann es ja dann den Flo rüberschicken, weil ich habe eine Verbindung zum Flo irgendwie. Ah, oh, ist das eine Connection oder was? Ah ja. Und dann schauen wir mal, du musst ja dann Kontrolle machen, was richtig ist. Ja, absolut. Das heißt, du könntest. Da bin ich auch in dieser Gruppe der Geeigneteste. Geeigneteste. Das bin ich auch. Okay, haben wir jetzt auch verstanden. Auf jeden Fall überlege ich gerade, ob ich die Kamera eingeschaltet habe. Also da ein rotes Licht gibt. Danke, das hast mich jetzt gerade gerettet. Ist mir gerade eingefallen, ich denke, scheiße. Das passt. Der rote Licht ist ja da. Ja, Rotlicht. So, jetzt gibt's Essen. Ja, es gibt Essen. Also, machen wir Sense hier. Danke euch. Tschüss. Dankeschön. Das. Ich habe da. Ja.